Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich bei Rossmann ein Paket abgeholt, denn die Wet and Wild Box ist dort angekommen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ja schon die Essence Surprise Bag Box mal ausgepackt. Die Physicians Formula Box ist noch gar nicht so lange her. Und jetzt hatten die auch noch im Online-Shop die Wet and Wild Box. Und die konnte man sich dann ja für ohne Versand an die Filiale liefern lassen und hat ungefähr 24,99, also 25 Euro ungefähr gekostet. Und ich möchte mal wissen, was sich darin befindet. Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, da sind 19 Produkte drin oder so, 18, 19 Produkte. Und ja, hier haben wir die Box. Also sieht jetzt nicht so wunderschön aus, ne? Da muss man ja sagen. Wet and Wild Los Angeles, Stay Wild. Ich habe schon wieder Sprachgammel. Ja, guten Tag, herzlich willkommen in meiner Welt. Ja, nun gucken wir mal zusammen rein, was da so drin ist und ob die Box auch wirklich einen Wert von um die 72 Euro hat. So stand es nämlich auf der Homepage. Falls es aktuell auch eine Surprise Bag, Surprise Box, wie auch immer, bei Rossmann verfügbar gibt, habe ich dir die natürlich unten in der Infobox verlinkt. So, dann wollen wir mal reinschauen. Ja. Als erstes habe ich hier einen Mega Last Liquid Catsuit Liquid Eyeshadow. Okay, das ist interessant. Shells and Whistles. Das scheint die Farbe zu sein. Und wow, guckt ihr das an. Ne? Das ist so ein richtig schönes Kupfer. Sowas ähnliches habe ich aktuell von Absolut New York. Das heißt, der kommt auf jeden Fall mit in die Verlosung. Das, was ich verlose, stelle ich mal hier hin. So, das zweite Produkt, was sich in der Box befindet, ist das Photofocus Natural Finish Setting Spray. Und das sieht ja aus wie eine Eieruhr. Das habe ich auch aktuell in Verwendung, deswegen werde ich das hier nicht öffnen. Das geht dann auf jeden Fall in meine Backup-Sammlung. Mega. Oh, guck mal. Hier haben wir einen Gel-Lip-Balm, ein Lippenbalsam. Okay, ich trage ja, habe ich auch in meinem Sommerfavoriten-Video gesagt, sehr, sehr gerne aktuell Lippenbalsam, die so ein bisschen auch gefärbt sind. Ich hoffe, dass er nicht zu krass ist, weil die Farbe heißt Schock. Wir gucken uns den mal an. Okay, das sieht schon mal ziemlich cool aus. Das ist auf jeden Fall eine hübsche Verpackung. Oben ist der nicht schräg, ne? Da ist er halt auch wie so ein Lippenbalm geformt. Riecht jetzt nicht so geil. Ja, aber wenn man den so auf dem Handrücken macht, da siehst du nicht unbedingt viel Farbe und das ist auch ganz gut so. Und nö, der ist auch nicht klebrig oder so. Also das ist ein schöner pflegender Lippenbalsam. Das gefällt mir. Das ist toll. Das ist super. Das nächste ist ein Groupie. Ein Groupie. For face and body only. Also ein Glitzerpuder, was du nur für dein Gesicht und deinen Körper nehmen sollst. Okay, also nicht für die Augen scheinbar, sonst würde es da ja nicht draufstehen. Das ist dann eher was für Karneval, würde ich jetzt mal so sagen. Weil wenn du das nicht, also ich meine, wer nimmt denn so ein krasses Glitzer für den Körper? Ein Karnevalsprodukt. Und als nächstes haben wir eine Mini-Lidschattenpalette. Das ist ein Dreier-Set. I'm getting sunburned. Ja. Da hast du ein Rosa, ein Braun und ein Gold. Und das scheinen alles Schimmertöne zu sein. Und Leute, das kommt auf jeden Fall, dieses Trio, mit in die Verlosung. Und da steht auch immer so richtig schön drauf, wofür das ist. Für die Augenbraue, für die Crease und für das Augenlid. Also da kannst du dir auch einen kompletten Look mit schminken. Das ist natürlich ganz cool, ne? Was ich interessant finde, ist es nicht die alte Verpackung quasi? Also mittlerweile steht es ja nicht mehr auf den Tönen drauf, wofür das zu verwenden ist. Also wenn ich so an meine Wet n Wild Palette zum Beispiel denke, sieht die irgendwie anders aus. Aber gut. Vielleicht ist es bei den Trios so der Fall. Schon das zweite Augenprodukt für dich. Supi. So, als nächstes habe ich hier einen Megastix Balm Stain Moisturizing Lip Color. Oh ja, das ist schön. Das ist auch eine interessante Farbe. Das ist so ein Peach irgendwie, ne? Wie heißt die Farbe? Coral of the Story. Okay, Korall. Mhm, Peach vor allem. Okay, machen wir mal auf. Korall. Okay, dann hoffe ich nicht, dass es zu extrem ist. Riecht auch wieder eher nach Kleber, muss ich sagen. Oh, der ist, uiuiui. Leute, der ist wirklich sehr, sehr soft in der Textur. Also der zerfließt mir hier fast schon auf meiner Hand. Das ist ja Wahnsinn. Also da sieht dann halt auch die,
dieser Stift nicht mehr so schön dann aus, ne, wenn man den benutzt. Ja, okay. Muss ich testen, auf jeden Fall auf den Lippen. Also auf den Lippen wirkt der bei weitem nicht so furchtbar wie auf dem Handrücken geswatcht. Ne? Also das gefällt mir sogar richtig gut. Passt jetzt überhaupt nicht zum Augen-Make-up, darüber müssen wir gar nicht reden. Aber es ist nicht so schmierig oder so. Und es fühlt sich auch sehr schön auf den Lippen an. Und das muss ich wirklich sagen, doch. Also ich denke, dass da einfach die oberste Schicht nur ein bisschen öselig war. Aber ansonsten, doch, es ist eine coole Geschichte. Mega Slicks. Okay, ach, der prickelt übrigens jetzt auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt von dem Abschminktuch kommt oder ob das das Produkt ist. Mhm, der prickelt. Interessant. Als nächstes haben wir hier eine Foundation drin. Guck an, die Photo Focus Foundation in der Farbe Soft Beige. Die habe ich ja tatsächlich schon da. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die Farbe Soft Beige auch habe. Ansonsten geht das auf jeden Fall in meine Backup-Sammlung, weil die Foundation habe ich doch mittlerweile relativ lieb gewonnen. Oder ich werde es demnächst mal verlosen, aber nicht in diesem Video. Weil das ist immer schwierig, Foundation zu verlosen, finde ich, weil du nie genau weißt, ob du dann auch wirklich genau den Hautton triffst. Deswegen geht das erstmal in die Backup-Sammlung. Einen Pinsel haben wir hier mit drin. Und zwar ist das der Blush-Pinsel. Den habe ich tatsächlich auch schon hier. Das ist ein guter Pinsel. Den lasse ich jetzt aber erstmal zu. Ja, ich denke, dass ich den vielleicht mal demnächst auch wieder verlosen werde oder in ein Tauschpaket oder so geben werde, weil ich habe ihn ja, wie gesagt, schon da und ich besitze einige Blush-Pinsel. Da brauche ich jetzt eigentlich nicht nochmal den gleichen nochmal. Der ist schön weich, ganz anders als der Puderpinsel zum Beispiel. Den Puderpinsel finde ich sehr pieksig und ich glaube, den habe ich auch letztens sogar aussortiert. Und ja, den Blush-Pinsel, den mag ich echt gerne. Und der dritte Versuch. Ich habe gerade zweimal den Akku gewechselt. Ich habe ja drei Akkus, zwei Wechselakkus dann ja immer. Und ich habe gerade den falschen Akku wieder reingetan. Und egal, auf jeden Fall. Es ist jetzt das dritte Mal, dass ich versuche, das hier zu drehen. Und zwar haben wir hier einen weiteren Pinsel drin. Und das ist ein Blenderpinsel. Und den packe ich dir mit in deine Verlosung mit rein, weil ich dir jetzt ein Augenpaket packe, habe ich mir gerade überlegt. Weil ich habe ja schon einen flüssigen Lidschatten, einen pudrigen Lidschatten und dazu brauchst du einen Blendepinsel, um es aufzutragen. Und den habe ich selber in Verwendung. Ja, den kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Die möchte ich selber echt tatsächlich testen. Die Max Fanatic Cat Eye Mascara. Oh, die ist ja interessant und die sieht hammer cool aus. Die will ich selber behalten. Die behalte ich auch selber. Ja, voll gut. Die ist halt einfach lila-pink. Okay, wir müssen uns das Bürstchen jetzt mal irgendwie versuchen von nahem anzugucken. Ich hoffe, dass mein Fokus das mitmacht. Die hat hier so eine Öffnung, siehst du das? Und irgendwie ist die ganz, ganz aufregend. Also, das ist so ein Gummibürstchen. Ja, die riecht halt nach Mascara, ein bisschen nach Farbe. Die muss getestet werden. Das ist ja Wahnsinn, wie witzig dieses Bürstchen aussieht. So ein bisschen wie Teufelshaare oder so. Oder wie ein Dinosaurier. Alles klar. Muss getestet werden, finde ich super witzig. Cat Eye. Was die sich immer ausdenken, oder? Von diesen Formen, von den Wimpernbürstchen. Unfassbar. So, ein weiteres Produkt haben wir hier mit drin. Von Wet n Wild Color Icon, den Bronzer in der Farbe Ticket to Brazil. Den hatte ich, glaube ich, ich muss das nochmal nachgucken, in genau dieser Farbe da und das war mir zu hell tatsächlich. Mir, Kalkleiste, war das zu hell. Ja, ich guck mal, ob ich den da hatte oder nicht. Ansonsten wird er demnächst mal verlost. Hier habe ich aber ein Produkt, was anders ist als das, was ich vorher hatte. Und zwar ist das hier das Highlighting Powder in der Farbe Crown of My Canopy. Ich hatte den in Blossom oder sowas. Der war auf jeden Fall heller. Und den hier möchte ich mir mal angucken. Der ist zwar etwas goldiger, aber da mir der andere zu hell war, beziehungsweise zu wenig sichtbar, hoffe ich jetzt, dass der hier so in die Champagner-Richtung geht. So sieht der tatsächlich einfach nur im Fännchen aus. Ja, der Swatch war bei dem anderen halt auch ziemlich heftig. Ja, ne? Also das sieht auch sehr, sehr dunkel aus. Aber ich trage mir den jetzt mal auf als Highlighter, weil der, den ich jetzt drauf habe, der ist nicht so doll. Ne? Da ist nicht so viel von da. Und den mache ich jetzt einfach mal drüber und schaue mir den mal an. Ob der mehr kann. Das ist jetzt natürlich Highlighter über Highlighter. Muss dann ja nochmal eingehender getestet werden. Als alleiniger. Aber so sieht der gut aus. Ich glaube, das kann was werden mit uns zweien.
Ich hätte mir den so im Laden niemals gekauft, deswegen mag ich ja diese Überraschungsboxen, ne? Aber so auf dem Gesicht finde ich, dass der klar geht. Also der ist nicht zu dunkel. Ich hätte jetzt sonst wirklich vermutet, ne, so ist der natürlich überhaupt nicht im Gesicht. Das ist, weil ich auch nicht so hell bin wie mein Arm im Gesicht. Der gefällt mir. Voll gut. Ja, behalte ich. Einen Nagellack. One Step Wonder Gel Nail Color. Der wird getestet. Das scheint auch wieder so ein Koralltod zu sein. Coral Support, ja. Passend zum Lippenstift. Ja, supi. Ne, der sieht ganz interessant aus. Ich finde auch, dass dieses Bürstchen vorne dran recht gut aussieht. Also der wird auf jeden Fall getestet. One Step Wonder Gel. Also dass man wirklich innerhalb von nur einem Schritt, also das wäre natürlich geil, wenn das in einem Schritt direkt deckend wäre. Ne? Teste ich mal aus. Dann haben wir hier noch ein Augenkit. Walking on Eggshells. Auf Eierschalen gehen, okay, interessant. Ja, auch wieder so ein Trio bestehend aus drei Schimmertönen tatsächlich. Okay, interessant, oder? Nur Schimmertöne? Da traut man sich aber was. Ja, süß ist übrigens auch, dass du da so ein Pinselchen und ein Schwammapplikator mit dabei hast. Ja, süß. Wird demnächst mal in eine Verlosung wandern. Jetzt hast du ja hier schon ein Trio. Ein Color Icon Kohl Eyeliner. Der geht bei dir mit in die Verlosung, definitiv. Baby's Got Black ist die Farbe und der ist riesig. Meine Herren, also wenn da wirklich komplett auch von vorne bis hinten auch Produkt drin ist, dann ist das ein extrem großer Kajalstift, finde ich. Ja, ein Kohl-Kajal. Kommt auf jeden Fall, oder Kohl-Eyeliner. Kommt auf jeden Fall mit in die Verlosung. Noch ein Lippenprodukt. Auch wieder dieser Mega Slicks. Und das ist jetzt die Farbe Radioactive. Radioactive. Okay. Den gebe ich mir jetzt auch auf. Der kommt dann gleich runter. Boah, wenn ich den jetzt länger drauf habe, ne? Erscheint der schon sehr, sehr hell. Aber ich finde den voll cool. Also die Farbe mag ich richtig gerne leiden. Oha, der hinterlässt einen leichten Stain. Siehst du das? Also das ist schon beachtlich. Das heißt, der wird dir lange halten. Holla. Okay, dann mache ich den anderen jetzt mal drüber. Ist jetzt natürlich ein bisschen verfälscht, das Ergebnis. Ich swatch den mal. Ja, der wirkt dann auch wieder so cremig, aber von der Farbe her finde ich sogar noch schöner. Auf den Lippen aber tatsächlich eher pink als rot, ne? Und ich frage mich nach wie vor, wie soll man sowas eigentlich dann demnächst mal anspitzen? Das ist immer etwas schwierig, aber ich finde den jetzt so im Erstauftrag sehr, sehr schön. Und ich mag die Farbe sogar noch etwas mehr als dieses Korallige. Schön. Auch wenn das bei weitem nicht diese Farbe ist, ne? Und auch der kribbelt wieder. Das fühlt sich, ich glaube, das ist echt so ein Lipstain. Deswegen entferne ich den schnell von meinem Handrücken. Dafür benutze ich jetzt, ich böse, tatsächlich auch diese Feuchttücher. Ich hatte eben noch so einen richtigen Dings hier. Wie heißt das? Ein Tuch. Aber das ist in der Wäsche schon. Okay, so. Dann haben wir hier noch einen Nagellack. Wild Shine Nail Color. Und das ist die Farbe Great Minds Think Alike. Okay. Ja, ne, sieht auf jeden Fall schön aus. Das ist so ein schöner Beereton. Also nicht so, also der geht mehr ins Bläuliche, würde ich jetzt mal so sagen. Der hat jetzt ein etwas schmaleres Bürstchen, aber sieht auch sehr schön aus. Wird auch noch erst getestet. Und das letzte Produkt, was sich in dieser Box befindet, ist ein Eyebrow Set. Ein Ultimate Brow Kit in der Farbe Ash Brown. Das sind diese drei Farben mit diesem Pinselchen und das scheint ein Augenbrauengel und zwei Pudertöne zu sein, genau. Und das packe ich dir als letztes Produkt mit in die Verlosung. Was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht natürlich unten in der Infobox drin. Ja, ihr Lieben, ich muss gestehen, dass mich die Physicians Formula Box doch etwas mehr geflasht hat. Aber Physicians Formula ist natürlich auch von den Produkten her hochwertiger und teurer, ne? Klar, da war auch ein höherer Wert und die Box hat auch einfach mal locker 10 Euro mehr gekostet oder sogar 15 Euro. Also von daher beschwere ich mich da einfach nicht drüber. Ich finde es ganz cool, was ich da jetzt für neue Produkte auch kennengelernt habe. Das finde ich total, also das, ich finde die Farbe hammergeil, auch wenn die jetzt null zum Augenlook passt, aber gefällt mir einfach, ne? Also ich würde mir auch die nächste Überraschungsbox auf jeden Fall wiederholen. Von daher
Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!